dem Auspacken war ich sehr gespannt, diesen zu testen. Oha! Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, hab ihn positioniert, hab auf den Knopf gedrückt und Folgendes ist passiert. 911, what is your emergency? Hey, euer Doc, und ich durfte jetzt vor Release den neuen mobilen und tragbaren Beamer von X-Jimmy testen. Wir haben auch schon bereits offizielle Preise und du kannst dir sogar ein Angebot sichern. Dafür habe ich jetzt dir einen Link auch in die Beschreibung hinzugefügt. So, es ist ja die neue Version, die Nummer 2, und da soll ja besser sein als der Vorgänger. Aber was kann er jetzt besser? Er hat mehr Lumen, das heißt, er hat mehr Helligkeit, 400 ISO-Lumen. Das heißt, trotzdem, wenn draußen die Sonne scheint und du hast einen nicht komplett abgedunkelten Bereich, kannst du ihn benutzen. Besser läuft jeder Beamer natürlich in der Dunkelheit, aber auch das habe ich getestet. Zusätzlich hat er alle Dolby Atmos Formate bekommen, denn hier hat X-Jimmy jetzt auf den besseren Sound gelegt. Den hören wir uns auch noch an, denn die Lautsprecher, die verbaut sind, sind jetzt besser als beim Vorgänger. Statt 2x3 Watt haben wir jetzt 2x8 Watt verbaut. Zusätzlich ist die Farbe besser geworden, der Farbraum 90% des DCI-P3. Er hat einen integrierten Google Chromecast, läuft mit Android TV und besitzt einen Google Assistenten. Bevor wir den neuen Beamer testen können, müssen wir natürlich wie gewohnt auspacken. 911, what is your emergency? X-Jimmy hat einen Beamer geschickt. Das ist der Morgo 2 Pro. Den packen wir jetzt aus. Wir haben hier Full HD, Smart Projektor, mobile Beamer, den kann man also überall mitnehmen, theoretisch. Das schauen wir uns dann an. Google Play Store. Ah ja, das heißt, du kannst Apps runterladen. Dann hast du hier integriert Google Home und ein Chromecast ist integriert. Was wird mitgeliefert? Netflix Installation Guidelines, Google Play Store, Desktop Launcher, Netflix App installieren. Oha! Schau, Rudi, mal das kleine Ding an. Krass. Okay. X-Jimmy habe ich schon mal getestet und die machen echt geile Projektoren. Ich bin sehr gespannt, was das kleine Ding kann. Wir haben mal den großen Bruder getestet, verlinke ich euch nochmal. Schaut mal gern rein. Das ist sozusagen einfach die mobile Version von dem. Und natürlich ein bisschen abgespeckter. Ist auch kleiner. Schauen wir mal, Lieferumfang. Gebrauchsanleitung. Fast weggeschmissen. Batterien für die Fernbedienung. USB-C Netzstecker. Batterien. Fernbedienung. Anknopf. Automatisches Ausrichten. Google Assistent. Zurück, Einstellungen, Home, lauter, leiser. Nach vorne, zurück, hoch, runter. Ai, okay. Was sehen wir? Ah, okay, das ist hier dieser automatische Sensor, der alles einrichtet, Trapezkorrektur und so weiter. Da hat er ja hier die Lautsprecher verbaut. X-Jimmy Sound. Der hat Dolby Atmos, so viel weiß ich schon mal. Anknopf, Ausknopf, USB. C-HDMI-Anschluss, Kopfhöreranschluss. Ah, interessant. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's in den Test. 911, what is your emergency? Nach dem Auspacken war ich sehr gespannt, diesen zu testen. Also habe ich ihn über Nacht an die Steckdose geladen und bin davon ausgegangen, naja, er ist ja mobil, er hätte ja theoretisch einen Akku verbaut, weil hatte ja auch der Vorgänger. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, habe ihn positioniert, habe auf den Knopf gedrückt und Folgendes ist passiert. Er ist ohne Kabel nicht angesprungen. Und ich dachte mir, hä? Ist er kaputt? Was ist los? Daraufhin habe ich den Hersteller angeschrieben und gefragt, mal eine Frage, wieso hat er keinen Akku verbaut? Er ist doch mobil. Der Hersteller hat uns geantwortet und folgende Perspektive uns mitgeteilt. Hier könnte es ein Missverständnis geben, das Gerät selbst hat keinen integrierten Akku. Das heißt, du musst eine externe Stromversorgung anschließen, entweder mit einem Adapter, also das mitgelieferte Kabel, oder einer Powerbank. Okay, Powerbank hört sich schon mal gut an.
Die Mogo 2 Serie wurde für den flexiblen Einsatz in jedem Raum entwickelt und lässt sich überall leicht aufstellen. Das stimmt, das habe ich dann probiert. Und ich wollte eine Herausforderung nehmen. Ich habe mir gedacht, naja, nicht jeder hat überall immer eine Leinwand dabei. Wir nehmen das Schlimmste, was man machen kann, um wirklich Verlust in der Bildqualität zu bekommen. Wir nehmen einfach eine weiße Wand. Und ich habe ihn gestartet, ich habe ihn eingerichtet, schön ganz auf entspannt mit Google, wirklich funktioniert tipptopp, ging ganz schnell. Und siehe da, trotzdem, dass es draußen hell war, hat er mir echt ein gutes Bild gezeigt. Natürlich, wie es sein muss, erstmal auf YouTube gegangen und mal den Sound gecheckt und einfach mal ein YouTube-Video gestartet. Hey, euer Doc, und in der heutigen Sprechstunde geht es um den Move, den Microsoft aktuell plant und wenn wir das schaffen. Und siehe da, Bild war vernünftig, trotz Helligkeit und Sound war glasklar. Dann schrieb der Entwickler uns noch zusätzlich. Es gibt keine Notwendigkeit für eine Batterie, da wir herausgefunden haben, dass die meisten unserer tragbaren Projektoren eigentlich nicht irgendwo ohne Strom verwendet werden. Dabei haben wir den Raum für größeren Sound und kinoreife Bilder genutzt. Okay, ich habe nachgedacht. Also auf der Terrasse oder draußen, wenn es eh hell ist, würde ich ihn wirklich nicht anschließen. Ins Schwimmbad mit einem Beamer würde ich nicht gehen. Aber gut, schwimmen wollte ich nicht, also bin ich in ein anderes Zimmer gegangen, da wo ich definitiv im Dunkeln sitzen kann und habe diesen dort einfach auf den Tisch gestellt und in die letzte, kleinste Ecke, weil so stelle ich mir das Ganze auch vor, wenn ich einen mobilen Beamer habe, er muss überall funktionieren und schaut mal, was da passiert ist. Es hat funktioniert. Ich musste ihn zwar noch manuell nach vorne oder nach hinten stellen, um die Größe zu bestimmen, den Rest hat er aber immer selber gemacht. Er hat eine automatische Trapezkorrektur, er hat eine automatische Bildschärfeeinstellung. Und egal wie schief und krumm er steht, er richtet das Bild immer automatisch aus. Und schützt sogar sein Auge, falls du Kinder hast, die gern mal reinschauen möchten. Aber so wie es sich für euren Doc gehört, der an Gamer-Syndrom leidet, habe ich dann auch nochmal die PlayStation hergenommen und habe diese angesteckt, weil ich wollte auch schauen, wie ist es mit dem Zocken. Also PlayStation gestartet, Spiel gestartet und siehe da, er hat funktioniert. Und er hat tatsächlich echt so gut funktioniert, aber dennoch hatte ich einen kleinen Input-Lag. Aber wir wissen ja, vernünftige Beamer haben einen Spielmodi. Also habe ich den Spielmodi eingestellt und plötzlich, siehe da, war der Input-Lag so, wie als ob du auf einem normalen Fernseher spielst. Also ich konnte spielen, ganz ohne großen Input-Lag, aber dennoch mein Tipp nach draußen, ich würde jetzt kein COD-Match oder Fortnite-Match oder ein anderes Match, was extrem wichtig ist, darauf spielen. Aber egal, ob du jetzt Fußball schaust, egal, ob du FIFA spielst, egal welche Spiele, du kannst mobil spielen. Aber Moment, der Hersteller hat gesagt, sie haben auf Qualität gelegt. Und vom Sound her? Ja, hört selbst. Stalker 2. Auf dieses Game freue ich mich auch extrem. Und auch dieses Spiel basiert jetzt bereits auf der neuen Engine. The Witcher 4. Legendäres Spiel. Der Vorgänger. Wow. Und natürlich habe ich auch das Licht runterreguliert und zeige euch jetzt mal den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also, für wen lohnt sich das Ganze? Machen wir das Fazit. 911, what is your emergency? Der kleine neue X-Jimmy und die Frage ist, für wen lohnt sich das Ganze? Was ich hier sagen kann und was mir schon immer bei X-Jimmy sehr gefallen hat, ist die Lautstärke der Projektoren, der Beamer. Die sind echt leise. Ein Punkt, wo ich am Anfang gedacht habe, der ist doch mobil, der hat keinen Akku. Ja, aber wenn ich so nachdenke, lieber nehme ich wirklich einen besseren Sound, kann immer wieder eine Powerbank anschließen. Ganz ehrlich, ein USB-C-Kabel und ein Netzteil ist heutzutage fast überall vorhanden. Also ist es auf der einen Seite auch gar kein Handicap, sondern besseres Bild, besserer Sound passt. Für mich zumindest, wo ich sage, ja. Für die, die sagen, naja, ich brauche aber schon einen mit Akku, dann hol dir den Vorgänger oder einen anderen von X-Jimmy, der einen Akku hat. Ansonsten kannst du zocken. Nintendo Switch, Xbox, PlayStation. Vernünftig, habe ich gedacht, passt. Bild, sowieso. Das Betriebssystem laggt manchmal so ein bisschen. Kann sein, dass man das noch ein bisschen patchen kann, aber ist meistens am Anfang, bis er komplett alles geladen hat, bis er hochgefahren ist. Ah, man kennt es vom PC. Aber es stört nicht, wenn du YouTube schaust oder alles andere, es funktioniert. Aber es gibt Momente, wo er so ein bisschen laggt.
Also ich empfehle ihn auf jeden Fall für Menschen, die regelmäßig unterwegs sind und etwas an die Wand projizieren möchten. Du kannst einen MacBook, einen Laptop, einen PC anschließen, überhaupt kein Problem. Aber schau, dass du die Möglichkeit hast, natürlich auch den Raum etwas dunkler zu gestalten, um wirklich viel rauszuholen. Ein richtig heller Raum. Die Menschen, die ganz hinten sitzen würden, würden es wahrscheinlich nicht ganz so erkennen. Von der Größe her könntest du bis zu 100 Zoll gehen, das wäre gar kein Problem. Und selbst wenn du in ein Kinderzimmer mal ihn einfach reinstellst, wo du jetzt vielleicht keinen Fernseher dauerhaft stellen möchtest, ja, oder vielleicht einen festen installierten Fernseher in irgendeinem Zimmer haben möchtest, aber einfach mobil sein möchtest, stellst du hin, machst du Netflix an, Disney oder, und dann gibt es einen coolen Filme-Pyjama-Abend für die Kids. Du bist auf Reisen, im Camper, kein Problem, aufgestellt, benutzt. Und das Coole ist, die Powerbank einfach angesteckt und er funktioniert. Und das finde ich richtig cool. Also für jeden Gamer, der immer wieder mal unterwegs ist und immer wieder mal mobil sein möchte und nicht unbedingt auf einen Fernseher oder auf einen Monitor angewiesen sein möchte. Das ist definitiv eine Empfehlung. Und alle anderen, die mehr rausholen möchten, die 4K möchten, die besseres Spielerlebnis haben möchten, sollten sich einen hochwertigeren holen, einen größeren, diesen fest installieren und alle anderen den hier. Schreib deine Meinung. Hast du schon mal auf dem Beamer gespielt? Würdest du gerne auf dem Beamer spielen? Und wie ist so dein persönlicher erster Eindruck? Daumen nach oben, wenn dir die Sprechstunde gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.